Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch. 2. Oktober. Und Zachäus stieg eilend hernieder und nahm Jesus auf mit Freuden. Lukas 19, Vers 6. Der Mann auf dem Baum. Das könnte der Titel eines modernen Romans sein. Aber es handelt sich um eine wirkliche Begebenheit. Ein reicher Mann bekam eine brennende Sehnsucht, den Herrn Jesus zu sehen. Und weil er bei dem Volksgedränge nicht durchkam, stieg er auf einen Baum. Wer noch nie ein Heilsverlangen gespürt hat, kann das nicht verstehen. Wen aber der Geist Gottes im Gewissen unruhig gemacht hat, der begreift die Sache gut. Nun, die Bibel interessiert sich eigentlich gar nicht dafür, warum und wie der Zachäus auf den Baum gestiegen ist. Umso mehr aber dafür, wie er wieder heruntergekommen ist. Wie ging denn das zu? Jesus blieb stehen und sagte, Zachäus, steig eilend hernieder, denn ich muss heute in deinem Hause einkehren. Und nun kommt's. Er stieg eilend hernieder. Es war sicher kein sehr würdiges Bild, wie der Mann am Baumstamm herunterrutschte. Aber nun musste es schnell gehen. Ja, warum denn? Ist der Zachäus verrückt? Er kann sich doch denken, dass es eine große Revolution in seinem Leben und in seinen Geldgeschäften geben muss, wenn Jesus in sein Haus einkehrt. Das muss doch in Ruhe überlegt sein, ob man Jesus aufnehmen will. Gewiss ist das richtig, aber ich fürchte, es gehen viele ewig verloren, weil sie ein Leben lang überlegten und zu keinem Entschluss kamen. Die Bibel sagt, heute, so ihr seine Stimme hört, verstockt euer Herz nicht. Herr, mach unseren Überlegungen ein Ende und hilf uns zu einer klaren Entscheidung. Amen. Ich kann dir den Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich. Dankeschön.